Hallo, herzlich willkommen zu zwei Zuschauerfragen. Es sind beides Fragen, die das Familiensystem betreffen, nicht die Kommunikation direkt, sondern das System. Und zwar im Zusammenhang mit dem, was wir besprochen haben mit der Manuela Komorek, dass Rituale fehlen in unserem Leben für die Jugendlichen und eine Frage im Zusammenhang mit dem Interview mit Ingrid Zinnel, was wir denn übernehmen aus dem Familiensystem, an das wir uns binden, ohne dass wir es merken. Die Maike hat gefragt, im Zusammenhang mit diesem Interview mit Manuela Komorek und im Zusammenhang mit den fehlenden Ritualen für unsere Jugendlichen, um ins Erwachsenenalter einzutreten, da hat sie gefragt, ob es sinnvoll sei, wenn sie, die getrennt ist von ihrem Mann, für ihren Sohn ein Ritual veranstalten würde. Der Sohn lebt beim Vater. Und das geht so. Hier geht es um etwas Grundsätzliches, ihr lieben Mütter. Ich bin ja auch eine, ich habe einen erwachsenen Sohn, Mitte 30. Und eine erwachsene Tochter, gleich alt, die zu gewissen Zeiten bei mir aufgewachsen ist. Quasi, ich sage nicht gerne Pflegetochter, weil eigentlich ist es viel etwas Näheres. Wir sind nicht verwandt, aber wir sind trotzdem so verwandt. Also meine Kinder sind auch erwachsen und ich bin auch Mutter und ich weiß, wie schön das wäre als Mutter, wenn wir Mütter da etwas tun könnten, dass alles gut wird. Ich sage es mal so. Es ist ein bisschen pauschalisiert, aber trotzdem. Es geht so in diese Richtung. Ich sehe das immer wieder bei den Müttern. Die wollen helfen, die wollen lieben, die wollen sorgen. Und das ist das, was nichts nützt. Meine Devise ist, die Mütter sind von ungefähr so 14 an, vielleicht 16, bei den Söhnen ein bisschen früher als bei den Töchtern, sind die einfach nicht mehr zu gebrauchen. Die sind zu sorgend, die machen sich zu viele Gedanken, die trauen ganz häufig, vielleicht gehörst du nicht zu denen, aber ganz viele Mütter trauen ihren Kindern das nicht so zu, dass sie so richtig mutig ins Erwachsenenleben gehen. Und da schwächen die Mütter ihre Kinder, wenn sie das machen. Das Beste ist, wenn die Väter ungefähr von 10, 11 an so richtig übernehmen und die Mütter wirklich in den Hintergrund treten, weil die Väter, die sind zuständig, vom Systemischen her, sind die Väter zuständig für die Übergänge. Die Väter sind zuständig für den Übergang ins Erwachsenenleben. Nicht nur für die Söhne, sondern auch für die Töchter. Bei den Töchtern kann es ein bisschen später werden, weil diese Verbindung zur Mutter natürlich wegen des gleichen Geschlechts stark sein kann. Es ist aber wichtig, dass die Väter hier übernehmen. Weil die Väter sind diejenigen, die diese Kraft ins Außen geben. Die Mütter sind für die emotionalen Geschichten zuständig. Also wenn's drum um die erste Liebe geht oder wenn eine Unsicherheit ist, wie man das jetzt machen soll in einer Beziehung, dann sind die Mütter zuständig. Das ist auch so, die Kinder kommen automatisch mit diesen Themen zu den einen oder den anderen. Die Väter sind zuständig dafür zu schauen, wie macht man das mit der Ausbildung? Wie ist das mit Geld? Wie macht man das draußen im Leben, wenn man so stehen muss und schauen, wie man sich da integriert? Und ich kann euch trösten, Mütter, mit ungefähr 25, 26, spätestens um die 30 rum, verändert sich's wieder. Aber in diesen Jahren, so zwischen 15 und 20 oder 25 ist es gut, wenn die Väter ein bisschen mehr übernehmen. Wenn die Väter da zugreifen, wenn es Probleme gibt,
weil die Väter, die sind auch nicht so sorgevoll. Die dürfen auch ein bisschen Askese verlangen von den Kindern, im Sinne von, mach jetzt mal, das schaffen wir, sei jetzt mal mutig. Und wenn die Mütter das sagen, dann ist das viel, viel schwächer, weil die Mütter, die sind zuständig für diesen immerwährenden Liebesfluss, der bedingungslosen Liebe. So habe ich es gelernt. Ich habe ja das in einem psychiatrischen Zusammenhang gelernt, diese systemischen Angelegenheiten. Und diese Frau, wo ich das gelernt habe, die hat gesagt, wenn Mütter nicht mehr in diesem Fluss sein können, dann werden sie dysfunktional. Ich fand das ein bisschen brutal. Aber ich habe das dann ausprobiert, natürlich mit meinen Paaren. Und es stimmt. Es funktioniert, sobald die Mütter in diesem Alter zurücktreten, den Kindern mehr zutrauen und trotzdem aber da sind, wenn es nötig ist, klar. Also wirklich im Kontakt bleiben, aber manchmal auch loslassen und sagen, okay, komm, probier das jetzt, ich traue dir das zu. Dann wird es einfacher für die Kinder und es wird auch einfacher für die Väter. Weil vielleicht kennt ihr das als Mütter oder vielleicht kennt ihr das als Väter von euren Frauen oder Partnerinnen, dass die euch sagen, was ihr zu tun habt. Die Frauen sagen gern den Vätern, was sie zu tun haben in der sogenannten Erziehung oder in der Beziehung zu den Kindern. Es ist aber so, dass die Väter das einfach total anders machen. Und da dürfen wir Frauen auch drauf vertrauen, dass das so ist, dass sie das schon gut machen. Und dass die auch, so wie wir Frauen, ausprobieren dürfen. Wir können es ja auch nicht immer. Oder hast du es immer gekonnt? Also ich habe das Gefühl, nicht immer. Und die Kinder sind ja auch mit einer eigenen Kraft da. Das ist mal so das Übergeordnete, was ich dazu sagen möchte. Und der Sohn von Maike ist 18 und er, wenn er ein Ritual bekommen soll, dann soll er das bitte gemeinsam von den Eltern bekommen. Er soll gefragt werden, ob er das überhaupt gerne möchte. Vielleicht will er das gar nicht. Und wenn er ja sagt, dann könnt ihr Eltern gemeinsam rausfinden mit ihm, was er denn gerne möchte als Ritual. Und es geht um sein Ritual. Es gibt ja inzwischen Anbieter, das wisst ihr vielleicht. Es gibt inzwischen Anbieter für Übergangsrituale für Jugendliche und Kinder. Also da kann man sich auch nochmal informieren. Da kann man auch nochmal schauen, was gibt es denn überhaupt? Was ist sinnvoll? Und es gibt auch wirklich tiefgreifende Rituale in der Wildnis zum Beispiel, so dass man schauen kann, okay, was habe ich da zur Verfügung an Potenzial, wenn es mal wirklich an die Grenzen geht. Das ist ja das Schöne an den Ritualen, dass es an die Grenzen geht. Und ein Ritual hat immer damit zu tun, dass es eine Eingangstüre ist. Das heißt, wenn jemand an die Grenzen geht und das die Eingangstüre ist, dann kann man im späteren Leben die Dinge anders bewältigen. Also sucht das zusammen raus mit euren Kindern, wenn ihr das möchtet. Fragt die Kinder, wenn sie schon so alt sind. Und nicht nur, wenn sie schon so alt sind, aber dann auf jeden Fall. Und schlagt ihnen das vor. Das ist nützlich. Natürlich. Und die Kinder müssen es wollen. Maike, wenn es dir reicht so, dann bin ich froh. Und sonst frag weiter. Ich nehme es gern wieder auf in einem nächsten Video. Und hier noch die zweite Frage. Die zweite Frage ist von Rose Brown. Und sie hat das Interview von Ingrid Zindel geschaut und hat gesagt, ich kann mich mit ganz vielem einverstanden erklären, was Ingrid da sagt.
Und dann sagt sie aber, ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir uns an die traumatisierten Ich-Strukturen unserer Eltern symbiotisch binden. Also ganz stark symbiotisch, meint ganz stark. Und so, dass wir das Ich und das Du nicht mehr erkennen können. Und ja, tatsächlich ist das häufig so. Und auch in diesem Interview mit Manuela Komarek ist ja so klar geworden, wie wichtig es ist, in das eigene Leben sich zu emanzipieren, also wirklich aus diesen Bindungen zu den Eltern auch auszusteigen, nicht zur Verbindung, zu dieser Liebesverbindung, sondern auszusteigen aus diesen Bindungen, die uns eigentlich den Weg versperren, ohne dass wir es wissen. Und da sind ja Aufstellungen so nützlich, dass wir schauen, das kann man einfach mal abklären, dass man eine Aufstellung macht und schaut, was hat es denn da in meinem Familiensystem, wenn du das Gefühl hast, ich bin irgendwie einfach blockiert. Und da ist etwas, das kommt mir vor, als ob das nicht zu mir gehören würde. Und anstatt dass du es versuchst, permanent zu integrieren und das dir nicht richtig gelingt, kannst du eine Aufstellung machen und schauen, gibt es da etwas, was nicht zu mir gehört? Das kann man ja so fragen, man kann ja alles aufstellen. Und selbstverständlich binden wir uns an Vorgeschichten unserer Eltern. Und ihr habt es gehört im Interview mit Ingrid Zinnel, wie verborgen das läuft. Und dennoch haben wir heute mit diesen Aufstellungen wirklich, wirklich eine Variante, um das rauszufinden und um freier zu werden. So viel einfach dazu, zu diesen symbiotischen Bindungen. Und immer wenn es bewusster wird, löst sich etwas in uns und wir werden freier. Im Körper, in unseren Gedanken und in unserer Sprache. Mal so viel für heute. Auf ein andermal in einem Antwortvideo. Tschüss!